Hallo und herzlich willkommen. Schön bist du beim Märchen dabei. Mein Name ist Beate Schröder und ich lese heute das Märchen Das hässliche junge Entlein. Es wurde von Hans Christian Andersen geschrieben und ist bei Reader's Digest erschienen. Der Verlag hat uns die Rechte gegeben, Märchen vorzutragen. Eine wunderbare Sache. So erzähle ich dir nämlich nun von dem Entlein, das doch eine Menge erlebt. Viel Spaß beim Zuhören wünsche ich dir. Es war so herrlich draußen auf dem Lande, denn es war Sommer. Das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in den Schobern aufgesetzt und der Storch ging auf seine langen, roten Beine und plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Frau Mutter gelernt. Rings um den Acker und der Wiese waren große Wälder und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich draußen auf dem Lande. Dort lag mitten im Sonnenschein ein altes Gut, umgeben von tiefen Kanälen. Von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den höchsten aufrecht stehen konnten. Hier war es ebenso wild wie im tiefsten Wald. Und hier saß eine Ente auf ihrem Nest, um ihre Jungen auszubrüten. Aber es dauerte ihr fast schon zu lang, bis die Jungen kamen. Und sie bekam selten Besuch. Denn die anderen Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, als sich zu ihr unter ein Klettenblatt zu setzen und mit ihr zu schnattern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep, sagte es, und alle Eidotter waren lebendig geworden und steckten den Kopf heraus. Hap, hap, sagte die Ente, und so rappelten sich alle auf, so schnell sie konnten, und sahen sich unter den grünen Blättern nach allen Seiten um. Und die Mutter ließ sie sich umsehen, so viel sie wollten, denn das Grün ist gut für die Augen. »Wie groß ist doch die Welt!« sagten alle jungen Enten, denn nun fragten sie freilich viel mehr Platz als in dem Ei. »Glaubt ihr, dies sei die ganze Welt?« sagte die Mutter. »Die reicht noch viel weiter, bis auf die andere Seite des Gartens, bis hinein in des Pfarrers Feld. Aber da bin ich noch nie gewesen.« »Ihr seid doch alle beisammen?« fuhr sie fort und stand auf. »Ach nein, ich habe ja noch nicht alle ausgebrütet. Das größte Ei liegt noch da. Wie lange soll denn das noch dauern? Jetzt bin ich es wirklich bald leid.« Und so setzte sie sich wieder drauf. »Nun, wie geht es?« sagte eine alte Ente, die gekommen war, um ihr einen Besuch abzustatten. »Es dauert so lange mit dem einen Ei«, sagte die Ente, die brütete. »Es will nicht platzen. Doch sieh nur die anderen an. Sind es nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen? Sie gleichen allesamt ihrem Vater. Aber dieser Bösewicht kommt nicht, mich zu besuchen.« »Lass mich das einmal sehen, das nicht platzen will«, sagte die Alte. »Glaube mir, es ist ein Putenei. Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine Last mit den Jungen. Denn ihnen ist ja bange vor dem Wasser. Ich konnte sie nicht hineinbringen. Ich rappte und schnappte, aber es half nichts. Lass mich das Ei sehen.« »Ja, das ist ein Putenei. Lass das liegen und lehre lieber die anderen Kinder schwimmen.« »Ich will noch ein wenig darauf sitzen bleiben«, sagte die Ente. »Habe ich nun so lange gesessen, so kann ich auch einige Tage noch weiter sitzen.« »Ganz wie du willst«, sagte die alte Ente und ging von dann. Endlich platzte das große Ei. »Piep, piep«, sagte das Junge und kroch heraus. Es war groß und hässlich. Die Ente betrachtete es. »Das ist wirklich ein riesiges, großes Entlein. Keines von den anderen sieht so aus.« »Ob es wohl tatsächlich ein Putenküken ist? Nun, wir werden es bald wissen. Ins Wasser muss es, und wenn ich es selbst hineinstoße.« Am nächsten Tag war herrliches Wetter. Die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entenmutter ging mit ihrer ganzen Familie zum Kanal hinunter. Platsch, da sprang sie ins Wasser. »Rapp, rapp«, sagte sie, und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug ihnen über den Kopf zusammen. Aber sie kamen gleich wieder hoch und schwammen ganz prächtig. Die Beine gingen von selbst. Es waren alle im Wasser, selbst das hässliche graue Junge. »Nein, es ist kein Putenküken«, sagte sie. »Wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält. Es ist mein eigenes Kind. Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es so recht betrachtet. Rapp, rapp, kommt nur mit mir. Ich werde euch in die große Welt führen, euch im Entenhof vorführen. Aber bleibt immer in meiner Nähe, damit euch niemand tritt, und nehmt euch vor den Katzen in Acht.« Und so kamen sie zu dem Entenhof.
Hier war ein schrecklicher Lärm, denn zwei Familien bissen sich um einen Aalkopf. Und am Ende bekam ihn doch die Katze. »Seht, so geht es in der Welt zu«, sagte die Entenmutter und wetzte ihren Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. »Braucht nun die Beine«, sagte sie, »seht zu, dass ihr euch hochrappeln könnt und neigt euren Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. Sie ist aus spanischem Geblüt, deshalb ist sie so dick. Seht ihr? Sie hat einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, die einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet, dass man sie nicht hergeben will und dass sie von Mensch und Tier erkannt werden soll. Rappelt euch! Setzt die Füße nicht nach innen! Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit nach außen, so wie Vater und Mutter. Seht? So! Und nun neigt euren Hals und sagt rapp! Und das taten sie. Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sagten laut, sieh an, nun sollen wir noch Anhang bekommen, als ob wir nicht schon genug wären. Und pfui, wie das eine Entlein aussieht, das wollen wir nicht bei uns dulden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. Lass es in Ruhe, sagte die Mutter, es tut ja niemandem etwas. Ja, aber es ist zu groß und außergewöhnlich, sagte die beißende Ente. Und deshalb muss es gepufft werden. Es sind hübsche Kinder, sagte die alte Ente mit dem Lappen am Bein. Alle schön, bis auf das eine, das ist nicht gut geraten. Ich wünschte, sie könnte es noch einmal machen. Das geht nicht, ihres Gnaden, sagte die Entenmutter. Es ist nicht hübsch, aber es hat ein gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie die anderen. Ja, ich darf sagen, noch etwas besser. Ich denke, es wird bei Zeiten aufhören zu wachsen. Es hat zu lange in dem Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen. Sie zupfte es im Nacken und glättete das Gefieder. Es ist überdies ein Entrich, sagte sie, und darum macht es nicht so viel aus. Ich denke, er wird recht kräftig und schlägt sich schon durch. Die anderen Entlein sind niedlich, sagte die Alte. Tut nun so, als ob ihr zu Hause wäret, und wenn ihr einen Aalkopf findet, so könnt ihr ihn mir bringen. Und so fühlten sie sich wie zu Hause. Aber das arme Entlein, das zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und geärgert, sowohl von den Enten wie von den Hühnern. »Es ist zu groß«, sagten alle, und der Truthahn, der mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, er sei der Kaiser, blähte sich auf wie ein Schiff mit vollen Segeln, ging geradewegs auf das Entenküken los und dann kollerte er und bekam einen ganz roten Kopf. Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war betrübt, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhofe verspottet wurde. So ging es den ersten Tag und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Geschwister waren so böse zu ihm und sagten immer, »Wenn dich doch nur die Katze fangen würde, du hässliches Geschöpf!« Und die Mutter sagte, »Wenn du nur weit fort wärest!« Und die Enten bissen es, die Hühner schlugen es und das Mädchen, das die Tiere fütterte, stieß mit dem Fuße nach ihm. Da lief und flog es über den Zaun. Die kleinen Flügel in den Büschen flogen erschrocken auf. »Das kommt daher, weil ich so hässlich bin«, dachte das Entlein und schloss die Augen, lief aber trotzdem weiter. So kam es zu dem großen Moor, wo die Wildenten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht, es war so müde und bekümmert. Am Morgen flogen die Wildenten auf und betrachteten den neuen Kameraden. »Was bist du denn für einer?« fragten sie, und das Entlein wandte sich nach allen Seiten um und grüßte, so gut es konnte. »Du bist ja außerordentlich hässlich«, sagten die Wildenten, »aber das kann uns gleich sein, wenn du nicht in unsere Familien hineinheiratest.« Das Ärmste. Es dachte wirklich nicht ans Heiraten, wenn es nur im Schilf liegen und etwas Moorwasser trinken durfte. So lag es zwei ganze Tage. Dann kamen zwei Wildgänse, oder richtiger, zwei Gänseriche. Es war noch nicht lange her, dass sie aus dem Ei gekrochen waren, und deshalb waren sie auch so keck. »Hör mal, Kamerad«, sagten sie, »du bist so hässlich, dass ich dich so gut leiden mag. Willst du mitmachen und Zugvogel werden? In einem anderen Moor, ganz in der Nähe, gibt es einige süße, liebliche Wildgänse, alles Fräuleins, die rapsagen können. Du könntest dort dein Glück machen, so hässlich du auch bist.« »Puh, puh«, ertönte es in diesem Augenblick,
und beide Gänseriche fielen tot ins Schilf nieder und das Wasser wurde blutrot. Puh, puh, erscholl es wieder und ganze Scharen Wildgänse flogen aus dem Schilf auf und dann knallte es wieder. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum, einige saßen sogar oben in den Bäumen. Der blaue Dampf zog gleich Wolken in die dunklen Bäume und weit übers Wasser hin. Durch den Sumpf kamen die Jagdhunde. Das war ein Schreck für das arme Entlein. Es wandte den Kopf, um ihn unter den Flügeln zu stecken, und im selben Augenblick stand ein entsetzlich großer Hund dicht bei dem Entlein. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus und die Augen leuchteten bedrohlich. Er streckte dem Entlein seinen Rachen entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und ging wieder, ohne es zu packen. Gott sei Dank, seufzte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. Und so lag es ganz ruhig, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst spät am Tag wurde es still, aber das arme junge Entlein wagte noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte es fort aus dem Moor, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese. Da tobte ein solcher Sturm, dass es nur mühsam vorwärts kam. Gegen Abend erreichte es eine ärmliche kleine Bauernhütte. Die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte, und darum blieb sie stehen. Der Sturm umbrauste das Entlein so, dass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen. Und es wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte es, dass die Tür, aus der ein Angel gegangen war, und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, den sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren. Er sprühte sogar Funken, aber dann musste man ihn gegen den Strich streicheln. Die Henne hatte ganz kleine, kurze Beine und deshalb wurde sie Hühnchen Kurzbein genannt. Sie legte gut Eier und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken. »Was ist das?« sagte die Frau und sah sich um. Aber sie sah nicht gut und so glaubte sie, dass das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. »Das ist ja ein seltener Fang«, sagte sie. »Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Enterich ist. Das müssen wir erproben.« Und so wurde das Entlein für 3 Wochen auf Probe angenommen. Aber es kamen keine Eier. Und der Kater, der Herr im Hause war, und die Henne, die Dame, die sagten immer, »Wir und die Welt«, denn sie glaubten, dass sie die eine Hälfte seien, und zwar die bei Weitem bessere Hälfte. Das Entlein meinte, dass man auch eine andere Meinung haben könne, aber das duldete die Henne nicht. »Kannst du Eier legen?«, fragte sie. »Nein.« »Nun, dann wirst du die Güte haben zu schweigen.« Und der Kater sagte, »Kannst du einen krummen Buckel machen, schnurren und Funken sprühen?« »Nein.« »So darfst du auch keine Meinung haben, wenn sich vernünftige Leute sprechen.« Und das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Da drangen frische Luft und Sonnenschein ein. Es bekam solch wunderbare Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es nicht unterlassen konnte, dies der Henne zu sagen. »Was fällt dir ein?« sagte sie. »Du hast nichts anderes zu tun, deshalb kommst du auf solche merkwürdigen Gedanken. Leg Eier oder schnurre, dann gehen sie vorüber.« »Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein, »so herrlich, es über den Kopf zusammenzuschlagen zu lassen und bis auf den Grund niederzutauchen.« »Das soll ein großes Vergnügen sein«, sagte die Henne. »Du bist wohl verrückt geworden. Frage den Kater. Er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne.« »Ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder zu tauchen? Von mir will ich gar nicht sprechen. Frag selbst unsere Herrschaft, die alte Frau. Klüger als sie ist niemand auf der Welt. Glaubst du, dass sie Lust hat, zu schwimmen und das Wasser über den Kopf zusammenschlagen zu lassen?« »Ihr versteht mich nicht«, sagte das Entlein. »Wir verstehen dich nicht? Wer soll dich denn verstehen können? Du wirst doch wohl nicht klüger sein wollen als der Kater und die Frau. Von mir will ich gar nicht reden. Bilde dir nichts ein, Kind, und danke deinem Schöpfer für all das Gute, was man dir erwiesen. Bist du nicht in eine warme Stube gekommen und hast eine Gesellschaft, von der du etwas profitieren kannst? Aber du bist ein Schwätzer, und es ist nicht mehr erfreulich, mit dir umzugehen.
Mir kannst du das glauben. Ich meine es gut mit dir. Ich sage dir Unangenehmes und daran kann man seine wahren Freunde erkennen. Sieh nun zu, dass du Eier legst oder schnurren und Funken sprühen lernst. Ich gehe in die weite Welt hinaus, sagte das Entlein. Ja, tu das, sagte das Huhn. Und das Entlein ging. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter. Aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit missachtet. Nun kam der Herbst. Die Blätter im Walde wurden gelb und braun. Der Wind fasste sie, sodass sie umhertanzten. Und oben in der Luft war es sehr kalt. Die Wolken hingen schwer von Hagel und Schneeflocken. Und auf dem Zaun stand der Rabe und schrie vor lauter Kälte. Ja, es fror einen schon, wenn man nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wirklich nicht gut. Eines Abends, die Sonne ging so schön unter, kam ein ganzer Schwarm herrlicher großer Vögel aus dem Busch. Das Entlein hatte nie solch schöne gesehen. Sie waren blendend weiß mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne. Sie stießen einen ganz eigentümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen langen Flügel aus und flogen aus der kalten Gegend fort in wärmere Länder, zu offenen Seen. Sie stiegen so hoch, und dem hässlichen kleinen Entlein wurde so sonderbar zumut. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rundherum, streckte den Hals hoch in die Luft nach ihnen aus, stieß einen so lauten und sonderbaren Schrei aus, dass es sich selbst davor fürchtete. Oh, es konnte die schönen, glücklichen Vögel nicht vergessen. Und sobald es sie nicht mehr erblickte, tauchte es bis auf den Grund. Und als es wieder heraufkam, war es wie außer sich. Es wusste nicht, wie die Vögel hießen, auch nicht, wohin sie flogen. Und doch war es ihnen so gut gesinnt wie niemand bisher. Es beneidete sie nicht etwa, wie hätte es ihm einfallen können, sich solche Lieblichkeit zu wünschen. Es wäre ja schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich geduldet hätten. Das arme, hässliche Tier. Und der Winter wurde kalt, so kalt. Das Entlein musste herumschwimmen, um zu verhindern, dass das Wasser zufror. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror so, dass es in der Eisdecke knackte. Das Entlein musste ständig die Beine bewegen, damit sich das Loch nicht schloss. Zuletzt war es erschöpft, lag ganz still da und fror im Eis fest. Frühmorgens kam ein Bauer. Er sah es, ging hinaus, schlug mit seinem Holzschuh das Eis in Stücke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Dort wurde es wieder zu neuem Leben erweckt. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm etwas zuleide tun und flog in seiner Angst gerade in den Milchnapf hinein, so dass die Milch in die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände über den Kopf zusammen und da flog es in das Butterfass und dann in die Mehltonne und wieder heraus. Und wie es jetzt aussah. Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach ihm und die Kinder, die das Entlein fangen wollten, purzelten übereinander. Sie lachten und schrien. Es war gut, dass die Tür offen stand und es hinausschlüpfen konnte, unter die Sträucher in den frisch gefallenen Schnee. Da lag es nun, ganz ermattet. Aber es wäre zu traurig, wollte man von all der Not und dem Elend erzählen, die das Entlein in diesem harten Winter erdulden musste. Es lag im Moor zwischen dem Schilf, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lerchen sangen. Es war herrlicher Frühling. Auf einmal konnte das Entlein wieder seine Flügel schwingen. Sie schlugen stärker als früher und trugen es kräftig davon. Und bevor es das recht begriff, befand es sich in einem großen Garten, wo die Äpfelbäume in Blüte standen, wo der Flieder duftete und seine langen grünen Zweige bis zu den gewundenen Kanälen hinunterneigte. Oh, hier war es so schön, so frühlingsfrisch. Und vorn aus dem Dickicht kamen drei prächtige weiße Schwäne. Sie rauschten mit den Flügeln und schwammen ganz leicht auf dem Wasser. Das Entlein kannte die prächtigen Tiere und eine eigentümliche Traurigkeit überkam es. »Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln«, dachte es. »Sie werden mich totschlagen, weil ich, da ich so hässlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber das macht nichts. Besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern geschlagen und von dem Mädchen, das den Hühnerhof hütet, gestoßen zu werden.
und im Wintermangel zu leiden. Und es flog aufs Wasser und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen. Diese erblickten es und schossen brausend auf das Entlein los. »Tötet mich nur«, sagte das arme Tier und neigte seinen Kopf tief hinab bis aufs Wasser und erwartete den Tod. Aber was erblickte es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild, und es war gar kein plumper, schwarzgrauer Vogel mehr, nicht mehr hässlich und garstig, sondern selbst ein Schwan. Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanei gelegen hat. Es war sehr froh über all die Not und das Elend, das es erduldet hatte, denn nun konnte es erst recht sein Glück schätzen. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit dem Schnabel. Einige kleine Kinder kamen in den Garten und warfen Brot und Korn ins Wasser. Und das Kleinste rief, »Da ist ein Neuer!« Und die anderen Kinder jubelten mit, »Ja, es ist ein Neuer angekommen!« Sie klatschten in die Hände und tanzten umher, holten Vater und Mutter, und es wurde Brot und Kuchen ins Wasser geworfen. Sie sagten alle, »Der ist der Schönste, so jung und so prächtig!« Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm. Da fühlte er sich so beschämt und steckte den Kopf unter die Flügel. Er wusste gar nicht, was er sonst tun sollte, denn er war allzu glücklich, aber durchaus nicht hochmütig, denn ein gutes Herz wird nie hochmütig. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war, und hörte nun alle sagen, dass er der schönste aller schönen Vögel sei. Selbst der Flieder bog seine Zweige zu ihm ins Wasser hinab, und die Sonne schien so warm und so mild. Da rauschte sein Gefieder, der schlanke Hals hob sich, und aus vollem Herzen jubelte er, »So viel Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war!« Das war das Märchen, das hässliche junge Entlein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du magst, hier auf dem Kanal gibt es weiterhin regelmäßig neue Geschichten, die hochgeladen werden, und ich werde auch wieder in Kürze lesen und freue mich, wenn du wieder dabei bist. Gerne dabei sein kannst du auch, wenn du den Kanal der Speech Academy abonnierst oder positive wie konstruktive Kommentare schreibst. So oder so, schön bist du dabei. Ich wünsche dir tolle Erlebnisse und Überraschungen, die so richtig gut tun. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.